Haarschleierlinge habe ich zu viele. Ertrunkene Dings, da Bumster, Diamantstaub. Neckarzähne. Okay, das war's dann erstmal. Tagsüber plärren die Belger, nachts stöhnt der Alte. Wie nett. Wie ist das Landleben? Wie nett? Nee, das kennen wir ja. Mittlerweile. Alle zeigen nur diesen hässlichen Elfen. Bist du auch am Sack, Weiß? Siehst recht stark aus. Messen wir uns? Oh, na klar messen wir uns. Jo, viel Geld. Ja, ich bin so stark, Mensch. Der Hexer schlägt sie alle. Ich hab gewonnen. Du bist zu stark für mich. Da hast du deinen Gewinn. Versuch's mal gegen den dürren Albert. Gegen den dürren Albert. Hallo Albert, komm her. Mit mir wirst du nicht so leichtfertig. Sicher? Fangen wir an, ich gewinne ja bestimmt. Ist eigentlich ziemlich einfach. Ich weiß nicht, warum ich im ersten Level verloren habe. Da war ich noch nicht mit dem Spiel vertraut. Mann, bist du stark. Da hast du dein Geld. Versuch's mal gegen den fetten Mattis. Oh, der fette Mattis. Ey, die haben echt geile Namen alle. Komm her, Mattis, wo bist du? Da bist du ja. Bist ein kräftiger Kerl. Aber ich bin auch kein Hänfling. Versuchen wir's? Ja, warum nicht? Seht mal, o Zeichen, o Wunder. O Zeichen, o Wunder. Dam, dam, dam. Ja, ja, komm, 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 ich werde gewinnen. Ja, perfekt. Bei den gigantischen Eiern des Veopatis hast du Kraft. Hier, dein Gewinn. Da gibt's noch einen. Den konnte bislang keiner bezwingen. Wer ist das? Bart Schute. Du findest ihn im Dorf. Cool. Ach, hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Alles in Ordnung? Wie lebt es sich mit den Soldaten Roschs? Toll. Ich kenne so ziemlich alle Fäkalwitze der Welt und weiß nun, dass man den offiziellen Titel des Kaisers rülpsen kann, ohne vorher Bier getrunken zu haben. Außerdem weiß ich, dass der Kurze 16 Kinder hat. Und alle tragen die Namen temerischer Divisionen. Sein Spitzname rührt übrigens nicht von seinem Geschlechtsteil her. Aber nett, dass du dich um mich sorgst. Deine Stimmung scheint ja prima zu sein. Ich mag sie irgendwie. Es sind gute Menschen. Einer hat mir sogar einen Antrag gemacht. Wer ist der Wagemutige? Das behalte ich für mich. Ich dachte, dass Roschs Jungs wenigstens ein klein wenig Respekt vor mir hätten. Das Pogrom in Riva, ich weiß wieder alles. Der Pöbel, abgeschlachtete Anderlinge, ein Junge mit einer Mistgabel. An was erinnerst du dich noch? An den Tod. Oder einen ähnlichen Zustand. Ich weiß nicht genau. Ich spürte, wie mein Leben entweicht. Ich war dort. Nur einen Augenblick danach. Zu spät. Ach, das sind nur Erinnerungen. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen. Ist erst mein Gedächtnis zurück, finde ich Antworten auf viele Fragen, die die Gegenwart betreffen. Das spüre ich. Adieu. Hi, Sultan. Schön, dich zu sehen, Sultan. Was machst du hier eigentlich? Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Da rackert man sich 6 Jahre lang ab, hört dem Geschwätz von Breckenrix zu, kauft dem Weib Juwelen. Sie hat die Verlobung gelöst. Und ich, Trottel, habe Gesellschaftstänze eingeübt. Scheiß drauf, vorbei ist vorbei. Eudora, die Schmiede in Novigrad und alle Breckenrix der Welt können mir gestohlen bleiben. Ich werde wieder Kaufmann. Was macht die Form? Leute, eine kurze Pause. So, bin wieder da.
Und gleich geht's weiter. Also gleich machen wir Faustdings. Aber zuerst erkläre ich ein paar Sachen. Ich habe mit dem Kommandanten gesprochen. Die Zukunft der Anderlinge in Flotsam sieht nicht gut aus. Der Hunsford wartet nur auf einen Vorwand. Die geringste Provokation von Jovet genügt ihm. Und er lässt uns bluten. Woher weißt du das? Ich hab's zufällig gehört. Er schlich eines Nachts sturzbetrunken am Hafen herum und redete mit sich selbst. Über eine Welt nur für Menschen. Er lachte und schimpfte in Richtung Gefängnisbarke. Dieser Lump hat irgendwas vor. Jovet spürt das wahrscheinlich und versucht Loredo nicht zu provozieren. Seine Skoyatel könnten aber anderer Meinung sein und schwächere Nerven haben. Ich brauche neue Waffen, oder? Naja, hast du. Ist dir ein Zettel. Hast du Arbeit gefunden? Was machst du hier am Arsch der Welt? Zurzeit schleife ich Edelsteine für Sheila de Tankerville. Präzisionsarbeit, sehr gut bezahlt. Schmuck? Eher nicht. Die Zauberin bastelt gerade an einem Apparat. Den ganzen Tag schraubt sie daran rum. Aber es will nichts Rechtes dabei rauskommen. Sie war letztens so wütend, dass sie eine Vase gegen die Wand schmiss. Die Zauberin sind vielleicht heißblütig, sage ich dir. Oh, ein Leck. Egal. Ich brauche neue Waffen. Gibt es hier einen guten Waffenschmied? An der Stadtmauer gibt es eine kleine Schmiede, recht primitiv ausgerüstet. Aber du kannst dort eine Waffe reparieren, dein Schwert mit einem Runenzeichen versehen oder deine Rüstung verzieren lassen. Pass auf, dass du nicht aussiehst wie Rittersporn bei der Eröffnung eines neuen Puffs. Sieh dich unter den Händlern um. Vielleicht hat Loredo noch nicht alles weggeklaut. Was macht die Frau? Wie steht's mit deinen Muskeln, Sultan? Hart wie Stierhoden. Armdrücken ist bei den Zwergen Volkssport. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Wir können jetzt sofort. Lass uns in den Arm drücken, Mist. Zeig mal, was du drauf hast. Das wird schwierig, denke ich mir. Ah. Das ist wirklich nicht einfach. Haha. Du hast ja Pfoten wie Schraubstöcke. Siehst du? Einfach war es nicht. Du musst es mal gegen meine alten Kumpel Japen und Schelden versuchen, wenn du sie triffst. Die werden staunen. Ist dir ein Cedric bekannt? Hast du von einem gewissen Cedric gehört? Ob ich von dem gehört habe? Gesoffen habe ich mit ihm letzten Samstag. Kaum nach Hause gefunden habe ich. Wo finde ich ihn? Der starrt tagelang von einem Hochsitz bei Bindegarn auf den Wald. Komischer Kauz. Hat aber einen harten Schädel. Ich danke dir. Neue Questphase. Kairan spricht mit Zettel. Wie ich ihn so schön nenne. Sei gegrüßt. Gibt's hier keine Faustkämpfe? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ne, anscheinend nicht. Ich will hier keine Raufereien. Ja. Ich behalte dich im Auge. Ich möchte etwas kaufen. Was hat die denn so Schönes? Fisch? Leck mich fett, ich will kein Essen, ich bin ein Hexer. Und hier unten haben wir was? Ach, das Bordell da, hier war ich ja schon einmal. Aber hier sammelt sich anscheinend immer wieder Geld. Was ich gut gebrauchen kann. Nein, lass mich raus. Verdammt! Ihr wartet auf, dass ihr aus der Deckung kommt! Der Hexer ist da. Oh. Was ist denn hier los? Wettkämpfe, Bruderherz. Der Hafen ist gesperrt und wir langweilen uns die Ärsche ab. Bist du dabei? Oh, na klar. Ich wusste gern die Regeln. Die Teilnehmer zahlen ein Startgeld. Der Sieger sagt sein. Die Kampfregel. Du sorgst dafür, dass der andere nicht mehr aufsteht. Komplex. Ne? Kämpfst du, Bruderherz? Aber ja. Der ist ein Frischling wie du, Bruderherz. Gut für den Anfang. Auf den Tisch mit deinem Geld. Wie sieht's aus? Von mir aus. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Verdammt! Nun wartet auf, bis er aus der Deckung kommt. Ein Hexer provoziert.